Ja, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Und wir wollten ja eigentlich in dieser Folge mal zurück nach Seoul. Aber das machen wir heute nicht. Und ich sage euch auch direkt warum. Weil ich mir ein... Ich wollte mir da ja Sprinten holen. Sprinten 2. Und... Ja, ich habe einen besseren Weg gefunden, uns ein bisschen schneller zu machen. Denn es gibt eine neue Mission in Kingsmith. Und die habe ich mir einfach mal besorgt. Und da kriegt man ein Motorrad. Und gleichzeitig zu dem Motorrad Sprinten 5 und Sprinten 6. Also direkt von 1 auf 5 und 6. Das soll funktionieren. Und ich werde mir jetzt mal zusammen mit euch diese Mission mal machen. Und dann schauen, wie das Motorrad so abgeht. Und ob das dann auch klappt. Ich habe auch ein paar andere Sachen geholt im Item Shop. Das sieht man jetzt gerade. Eben hat man es vielleicht kurz gesehen. Ich kann aber mal kurz hier ins Menü. Begleiter. Ich habe nämlich einen neuen Begleiter. Hier einen Raben. Eine Krähe. Hier. Sehr cool. Ja. So, und wir müssen für die neue Mission, momentan haben wir noch Sprinten 1, zurück zur Sheriffstation in Kingsmith. Machen wir mal eben. Verzichten mal irgendwie auf großartig Interaktion mit den Zombies hier. Ist auch jede Menge los. Ich habe auch eben schon jemanden im Motorrad um die Ecke fahren sehen. Und da laufen noch einige andere jetzt durch die Gegend und wollen sich bestimmt auch das Motorrad holen. Jo. Selling Golden Week Items. Okay, der Chat ist ein bisschen eigenartig. So, Polizeiliste, Wachen haben wir alles schon gemacht. Wir müssen hier rüber und zwar zu diesem Menschen, der hier vorne. Okay. War das gerade unser Rabe? Nein. Schon. So, hier. Können wir ein bisschen noch Zombies töten? Der Rabe macht gar nichts. Ist einfach nur da und sieht cool aus. Siehst du, da fährt schon jemand mit einem Motorrad durch die Gegend. Okay, hier kommt man nicht gut rüber. Aber hier konnte man irgendwie rüber jumpen. So. Hup, hallo. Wir wollen ja zu dir auch hin. So, hier. Etwas für die Straße. Das ist nämlich die neue Mission. Gibt auch ordentlich XP. Und dann machen wir die doch einfach mal. Call no man happy until he's dead. Herodotus said Oh, that. auf Englisch, oder? As a kid, I thought he was making bitter commentary. But what it actually means is that the value of something can't be determined till you can look at the whole, till the final tally. When that tally comes, where do you think you and I'll stand, my friend? When I busted out of my cubicle coffin and found the road, I thought I was adding to that tally. And I abandoned the road to help Andy and Helen and the rest of the survivors. That added something new and special. And I still get pangs for the open road. Two loves pulling on me like a wishbone. Can't complain, though. Some people drift through life feeling no pull at all. Yeah, guess longing for the road set me to tinker it. Find a little free time and spare parts. Next thing I know, I've nearly completed a bike. I like to keep busy. Idle hands are the devil's playthings, or so they say. But it's more complicated than that. What you craft with your hands eventually crafts you. I don't want implements of death to be the only thing that these hands work on. I don't want that defining me. I got the bike stashed nearby. It's not finished. In fact, it's running kind of rough, but you can take it for a test spin. I'll give you a call when you're on the road. Okay, also die Mission ist anscheinend noch nicht auf Deutsch erhältlich. Zumindest spricht er hier.
nicht so gut nutzt. Und jetzt können wir hier mit dem Motorrad durch die Gegend. Okay, das scheint auch kaputt zu sein. Das steuert sich auch ziemlich strange. Okay. So, wir sollen jetzt hier die Straße lang fahren. Engine sounds rough, don't it? Head over to Edgar's. Here's some parts set aside. Should be just the thing to get that ride up to speed. Okay, also müssen wir rüber zum Schrottplatz und da ein paar Ersatzteile besorgen. Wahrscheinlich. So. Eieiei. Richtig schnell fährt das Ding ja nun nicht, ne? Aber gut, das Rad hat auch mehr, als dass es vernünftig fährt. Oh. Wie steige ich denn jetzt ab? Ah, so, okay. Hier sind noch ein paar Zombies, die wollen unbedingt einen aufs Maul. Und weiter geht's. Was haben wir denn hier eigentlich für einen Status? Glückstreffer? Ah, okay. Ja gut, und der provisorische Chopper. Mhm. Seht ihr schon, da links darf ich nicht langfahren. Schön Verkehrszeichen. Blinkend in die Welt integriert. Ja. Hoffe ich mal, dass die Feuerwehrzombies da jetzt und mich jetzt nicht auch noch aufhalten. Wir wollen ja schnell zum Schrottplatz. Können wir versuchen, ziemlich weit außen rum zu fahren. Aber normalerweise sind die nicht so aggressiv. Heute sind auch ziemlich viele Spieler auf dem Server. Zumindest mehr, als wir in den letzten Folgen gesehen haben. Ne? Aber ich spiele auch zu einer anderen Zeit. Langsam tuckern wir Richtung Schrottplatz und sehen auch, wir haben hier noch eine Mission, die können wir eigentlich auch gleich mal annehmen. Irgendwie auf dem Rückweg oder so. Kann man die irgendwie so jetzt unterwegs einsammeln? Oh, da kommen wieder Zombies. Schön. Stecken wir die Waffe wieder weg und begeben uns wieder auf den Chopper. Oh, Moment, nee. Wir holen uns. Ah, nee, das haben wir schon gemacht, die Mission. Okay. Noch die haben wir anscheinend dann wohl doch schon hinter uns gebracht. So, und. Hier 624, The Secret World. Muss ich eigentlich auch nochmal gucken, ob das irgendwas bedeutet. Die Nummer. Auf dem Nummernschild. Okay, hier sind jetzt natürlich Barrikaden. Kann ich eigentlich. Oh, wow, geil! Wheelie kann ich auch machen. Komm ich hier oben drüber? Haha! Mach das mal mit einem Motorrad nach. So, hier hin muss ich. Okay. Stufe abgeschlossen. Einen neuen Auspuff finden und Treibstoffpumpen, Schmiermittel finden. Okay. Ist sogar auf angegeben, wo das Ding Zeugs zu finden ist. Das finde ich sehr nett. Wisst ihr noch, das letzte Mal, wo wir hier auf dem Schrottplatz waren, da sind wir ziemlich abgekackt. Gucken, können wir direkt mal testen, ob das jetzt hier besser ist. Da ist ein Golem, hoffentlich. Oh, hier drin ist auch ein Motorrad. Sehr gut. Aber wir brauchen nur das Schmiermittel. Wir lassen auch den Golem in Ruhe. So, hier geht's weiter. Da kommt einer. Und. Es ist noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Schön auch mal aus dem. Aber gut, doch, wir haben ihn hingekriegt. Puh.
So. Dann mal hier rüber hüpfen. So. Dann direkt noch einen gezogen. Konstanten Schaden auf dem Boden. Und schön aus der Reichweite raus. Und wieder aus dem Bild geklickt. Schön. Das ist der Nachteil, wenn man einen. Boah. Nein. Komm, den muss man noch hinkriegen hier. Der hat uns gleich. Oh. Puh. Oh, dann, nein. Direkt schon den nächsten gezogen hier. Jetzt trinke ich ja echt wenig Seelen hier. Zack. Ah, wieder aus dem Weg geklickt. Das sieht man heute an mir relativ oft. So, den Heilschuss mal auspacken, weil den brauchen wir jetzt, glaube ich. Oh Gott. Heilschuss. Geh down. Oh. What the fuck, ey. Das alles nur für so ein kleines Gerät, wo auch immer das jetzt ist. Oh, guck mal, die da hinten, die macht hier aber ordentlich Zeug kaputt. Danke dir. Da müssen wir hin. So. Jetzt habt ihr irgendwas liegen lassen, das kann ich natürlich nicht aufnehmen. Sprinten wir nochmal. Ups, natürlich. Mal zurück hier zum guten Eddie. Haben wir auch schon eine Mission, zwei Missionen haben wir schon gemacht, drei Missionen sogar schon gemacht hier. Eieiei, wir sind richtig in Fahrt hier. So, aber zurück auf den Chopper. Das Motorrad reparieren. Eddie hat wenigstens gute Mucke. So. If the engine's purring, you've done right, friend. Should be handling like a dream now. But you might be able to coax a little more speed. One of the survivors who came to us from the airport told me about all the odds and ends you saw there. I think you'll find just the thing to give you a boost. Yo. Das ist doch jetzt schon um einiges smoother hier. So fährt es sich doch gut. Schnurrt wie eine Katze. Sandy Moose, den Hai Bärchen. Was? Hier, wo? Das werde ich mir gleich nochmal durchlesen, wenn ich wieder angekommen bin. Hai Bärchen habe ich nur gelesen. Was für ein Anspruch. Der Flugplatz. Hier mussten wir sowieso hin für den Hauptquest, glaube ich, oder? Can this be real? So, hier. Hier rein. Und hier gibt es Teile vom Motor hochrüsten. Zack, und ich glaube, in irgendeinem von den Dingern hier in den Häusern ist auch das andere Quest, was wir machen müssen. Ich glaube, in dem hier. Ja. Damit kommen wir nämlich jetzt ins neue Gebiet rüber. Und kriegen auch hier coole neue Sachen. Hübsches Mädchen aus Finnland, Wetter schön. Okay, so, jetzt gucken wir mal hier nach. Bring den guten Kaffee mit. Okay.
Tut mir leid, die letzte Nachricht war nicht für Sie. Geil. Ah, sehr schön, ja. Hätte mich auch schwer gewundert. Ja. So. So. Flasche finden. Ja, haben wir doch schon gefunden. Das müssen wir jetzt damit machen. Auch hier drin. Haben wir doch schon genommen. Erstmal hier ausrüsten. Was haben wir hier? Angriffswert, kritischer Wert, magischer Schutz. Minus Heilungswert. Nee, minus Heilungswert ist nicht so gut für uns. Flasche mit Nitroglycerin finden. Ach so, hier. Ah, gut. Klar. Zack, das Motorrad aufrüsten. Jawohl, machen wir auch. Ziemlich langsam, aber gut. Wir sind ja auch kein Schrauber-Experte, ne? Sounds like that bike's ready for the big country. I'd like you to have it. You've done a lot for us. Piece of the road is the best gift I know how to give. So go rev the engine. Romance the horizon. When the final tally comes, I'd like to think you'll look Herodotus in the eye, give him a wink, and say it was a good ride. Okay. Bericht senden. Und jetzt haben wir hier das Motorrad und beschleunigte Anima. Und nochmal ordentlich Coins. So, und gucken wir mal hier rein. Zack, der Frankenshopper. Und wenn wir jetzt auf Sprinten gehen. Ja, Sprinten 5. Sehr gut. Also, anstatt Sprinten 2 uns zu kaufen, haben wir jetzt mal einfach mal Sprinten 5 uns geholt. So, Begleiter. Wir können uns, ich habe mir übrigens hier auch noch Zeugs geholt. Flammende Füße. Das sieht auch ziemlich geil aus. So, hier, dann ziehen wir so eine Flammenspur hinter uns her. Auch sehr nice. Oder, was war das noch hier? Der Athlet. Und dann sprinten wir hier so ein bisschen. Ein bisschen so Matrix-Style. Aber wir sind schon deutlich schneller als letztes. Aber irgendwie gefallen mir die Füße, die Feuerfüße am besten. So, gehen wir nochmal. Gucken wir hier direkt drauf. Nee. Oh, was war das? Sprinten 6. Ah doch. Cool. Sprinten 6. Witzig. So, Begleiter. Sprints. Holen wir uns mal den Frankenshopper. So. Und ihr seht jetzt, der hat hier unten noch eine Leiste. Und er kann hier Nitro-Boost machen von 90 Sekunden. Das testen wir jetzt auch mal direkt aus. Wenn der sich aufgeladen hat. Na? Im aktuellen Gebiet nicht möglich. Warum nicht? Ah, jetzt. Nice. Das ist doch schon, damit sind wir deutlich schneller unterwegs als sonst. So. So. Müssen wir zum Eddie zurück hier. Gab es da noch eine Quest, die der hatte, oder? Hier, was hatte denn noch? Full Metal Golem. Ah ja, das war, woran wir gescheitert waren, ne? Ah, Leute, machen wir den jetzt. Ich nehme sie mal an.
So. Wieder aufgenommen die Mission. Was brauchten wir denn hier? Suchen Sie auf dem Schrottplatz einen weiteren Altmetall-Golem. Ach ja, okay. Ja, probieren wir mal. Hm? So, hier Sprinten 6. Ja, das ist so gut. So, hier. So, ein bisschen Verstand, wenn wir an den Kampf rangehen. Aber was macht der denn jetzt hier? Na, jetzt geht er wieder zurück. Bis wir uns wieder aufgeladen haben. Und dann gehen wir mal. Wow, das ist schon wieder der nächste. Mal schnell raus und dann. Ja, komm. Da nehme ich gerade ein bisschen Verbindungsprobleme anscheinend. Nicht das erste Mal heute mit dem Internet hier. Nein. Da geht er wieder hin, der Golem. Puh. Wir brennen. Ich glaube, wir sind immer noch nicht stark genug hier für diese Queste. Jetzt wieder warten, bis wir uns wieder ein bisschen erholt haben. Wir können ja mal gucken, ob wir mit den Charakterpunkten hier ein bisschen unsere passiven Fähigkeiten verstärken können. So, was nehmen wir denn hier? Wir nehmen mal Pistole, da haben wir Sturmgewehr, Heilung, Schaden hoch, haben wir schon ziemlich hoch. Um 8 Punkte zu vergeben, können wir hier mal den Schaden hoch und die Heilung ein bisschen hoch machen. So, dann haben wir noch 3 Punkte. Wir können noch. Was können wir hier? Was kriegen wir hier? Bei der Sache. Beim Einsatz jeder Pistolen Drohnenkraft erhält die Defensivziel pro Sekunde 3 Gesundheit und zwar 5 Sekunden lang. Ja, auch nicht schlecht. Ich glaube, da wir später ziemlich viel Drohnen benutzen werden, nehme ich das auch mal. Dann gehen wir mal ins Kräfterad. Hier mussten wir Zeug holen noch. Hier, Basisarbeit. Baut Sturmgewehr Ressourcen auf. WBZ-Angriff. Wirkungsbereich mit direkten betrifft Ziele innerhalb des... Okay, das kaufen wir einfach mal. So, das ist ja ein Builder, das heißt, den können wir mal hier reintun. Der macht 41 körperlichen Schaden. Was machte das andere bisher, was wir bisher hatten? Oh, es macht 109 körperlichen Schaden. Oh, nee, das ist besser. Wir machen viel Schaden. So, was nehmen wir denn dann hier? Fangschuss. Zack. Immer wenn ein Feind stirbt und sie noch Pistolenressourcen haben, werden bis 6 Verbündete im Radius geheilt. Das ist sehr gut. Können wir das hier irgendwo hin machen? Erhöht kritische Trefferkraft. Beeinträchtigt. Hier kritische Trefferkraft vielleicht weg. Dafür den Fangschuss rein. Dann das Drohnenkit. Das holen wir uns auch. Vielleicht hier für die Granate. Die benutzen wir eh nicht so oft. So, direkter Schaden von Pistolenkräften wird erhöht.
Was haben wir denn hier noch? Sicheres Zielen gewährt allen Gruppenmitgliedern einen positiven Effekt auf kritisch. Ja. Kostet 2. Wir haben noch... jetzt noch 6. Verringert die Aufladezeit von sicheres Zielen, was wir eh nicht benutzen. Was können wir denn hier noch nehmen? Verbessert Basisarbeit, sodass die verbündeten Ziele in aktiven Zielen geheilt werden. Nee. Anima-Injektion. Verbraucht Sturmgewehrressourcen. Na, geh mal weg. Der Schaden verursacht Defensivziel um so und so viel heilt. Ja. Haben wir aber jetzt momentan nicht genug für. Ich glaube, wir powern erstmal die Pistolen voll auf. Meisterschütze holen wir uns dann direkt mal. Und dann haben wir noch 2 Punkte über. Können wir die hier noch irgendwo einsetzen? Da nicht. Anscheinend nicht. Dann sparen wir uns die doch mal auf. So, hier haben wir noch einen Punkt. Können wir die noch irgendwie hier reinstecken? Ne, hier nicht mehr. Okay. Haben wir auch ein bisschen wieder geskillt. So, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir das. In der nächsten Folge mit dem Golem? Wir machen das in der nächsten Folge mit dem Golem. Ich verabschiede mich dann nochmal mit unserem tollen Moment. Mit unserem Bike. Wie kriegen wir das nochmal her? So. Zack. Yeah. Guck ein bisschen. Yeah. Muss man irgendwo hinfahren, wo man auch einen guten Screenshot hinkriegt, dann. Vielleicht so. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen, ob ich überhaupt den nehme. Gut, bis zum nächsten Mal, wenn wir dann endlich versuchen, Golems Platz zu machen. Bis zum dann. Have fun, euer Quali. Tschüss.